ihr Lieben, ich möchte mit euch heute wieder eine Karte basteln. Und zwar geht es um diese Karte, es ist eine interaktive Karte. Und ich war bei Pinterest und hatte was ganz anderes gesucht. Und da ist mir dieses Bild hier aufgefallen, ganz unscheinbar, aber irgendwie dachte ich, das könnte interessant aussehen. Dann bin ich auf die Seite von der Dame und habe da dieses Video gefunden. Das ist auf Englisch. Ich habe bisher noch keine weitere Karte in dieser Machart gefunden und dachte, ich bastel die einfach mal mit euch nach, verlinkt dann die wahrscheinlich Erfinderin dieser Karte dann nochmal, die auch dieses Template gemacht hat. Verlinke euch auch, wo ihr das Template bekommt. Ich glaube, auf ihrer Seite hat sie auch eine Studiodatei. Ich persönlich werde das jetzt mit der Studiodatei, habe mir schon alles ausgeschnitten. Man kann es aber auch, wenn man sich so ausdruckt, auch so basteln. Das ist gar kein Thema, wenn man keine Silhouette hat. Also, was macht die Karte? Wenn man hier dran zieht, also das Einzige, was bei diesem Template nicht dabei ist, ist diese äußere Karte, also das Dunkle, was ich drumherum gemacht habe. Ich finde es einfach irgendwie schöner, wenn es von hinten auch gut aussieht. Und habe mir das dann noch hinten dran gemacht. So, und wenn man an dieser Karte zieht, dann wechselt sich praktisch das Foto. Also ich habe da noch ein bisschen dran rumgebastelt und rumgefrickelt. So richtig zufriedenstellend ist das noch nicht, weil das hakt überall noch so ein bisschen. Muss ich mal gucken, ob ich das mit der Zeit, wenn ich die noch öfter gebastelt habe, noch ein bisschen besser hinkriege. Also ich werde jetzt das eine Teil, was hinten dran kommt, was so ein bisschen die Führungsschiene ist, das ist das hier. Dieses Teil. Das soll hier gefaltet werden. Diese Faltung werde ich noch ein bisschen weiter nach innen setzen. Ich habe jetzt auch vergessen, das zu schneiden mit dem Plotter. Der Plotter ist jetzt schon aus und hat seine Mütze auf. Und das werde ich mit der Hand dann ausschneiden. Aber ich zeige euch erst hieran, wie ihr das am besten machen könnt. Und ja. Gut, dann denke ich mal, legen wir mal los. Ich finde die Karte total toll. Ich finde interaktive Karten sowieso total toll. Und bin da immer auf der Suche nach tollen Ideen. Also wenn ihr was habt, immer her damit. Ich bastel das gerne nach. Ich finde das einfach toll. Gut, dann legen wir mal los. Ihr braucht dazu eigentlich nur dieses Template. Ich mache euch mal wieder ein bisschen weiter weg. Euch auf einem PDF aus, auf wie ihr wollt, weißem Papier oder schon gemustertem Papier, weil das die dunklen Linien, die schneidet ihr aus oder die schneidet ihr ja ein. So gesehen ist das praktisch egal. Also wenn ihr jetzt keinen Plotter habt, dann macht man das Ganze so. Man braucht zwei Fotos oder Bilder oder was auch immer man gerne machen möchte. So, jetzt muss ich gerade mal schauen, nicht, dass ich was nehme, was ich nicht nehmen soll. Die zwei kann ich nehmen, die kann ich auch aufkleben. Die habe ich nochmal, das brauche ich nicht. So. Also, falls ihr keinen Plotter habt, würde ich euch empfehlen, wenn ihr das auf so einem weißen Papier ausdruckt, dass ihr euch sowas nochmal zurechtschneidet, ein bisschen ausmesst. Man kann das Ganze ja ausschneiden und kann sich dann hier das ausmessen. Und das kann man ja, wenn man das ausgeschnitten hat, das ja auch übertragen auf so ein Teil. Und ja, dann habt ihr noch was, was ihr oben drauf legen könnt. Und dieses Teil praktisch kann man sich ja schon auf Cardstock, auf gemusterten Cardstock ausdrucken. Und das kommt ja dann hier oben drauf. Ihr seht, dann sieht man fast gar nichts mehr. Also und darunter würde ja dieses Bild liegen. Gut, aber genug erklärt. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das mit den Fotos ist. Also wenn ihr Fotos habt, habe ich jetzt schon gemerkt, ich habe nicht diese Maße genommen. Die sind 5x5.
Die sind 5x5. Die habe ich größer genommen. Ich habe jetzt hier 5,5. Genau, 5,5x5,5, weil das ist schon arg knapp. So, das müsst ihr dann nachher einfach genauso auch genauso gut wegschneiden. So, habe ich den Kleber vergessen? So, was ihr dann schon mal machen könnt, ist diese zwei Fotos hier so draufkleben. Das machen wir gerade. Ich nehme da ganz einfach einen Kleber. Normalerweise habe ich hier den Tombow, aber müsst dann halt ein bisschen gucken, weil jetzt wäre ja das praktisch so ein bisschen verdeckt, wie man das dann am besten nachschneidet. So. Weil diese 5x5 sind echt, 5 sind echt ein bisschen knapp, 5,5 ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich war mir eben ein bisschen unschlüssig, wie viel ich nehme. Ich denke mal so 5,3 wäre vielleicht eine ganz gute, 5,2, 5,3. So. So, das ist schon mal das Erste, was ihr machen müsst, bevor ihr überhaupt irgendwas ausschneidet. Sie empfiehlt es, glaube ich, auch so, damit dann nichts falsch rumliegen kann. Weil als ich die Karte gebastelt habe, habe ich schon einen kurzen Schreckmoment bekommen, weil ich dachte, ich hatte die eine Seite rumgedreht. Ja. Ist aber nichts passiert. War alles gut. So, jetzt haben wir das. Dann müsst ihr praktisch alle, also von diesen beiden Teilen hier, also von dem und von dem Teil einfach aus dieses ausschneiden. Also hier einmal komplett lang. Und jetzt kann man das auch schneiden. Bis zu dieser Linie aufgeschnitten. Und dann diese Linie hier runter auch noch. Also müsst ihr praktisch alle schwarzen Linien, die hier waren, so wie hier auch, alle schneiden. Ich habe das Ganze ja mit der Studio-Datei, deswegen werde ich jetzt mal kurz umswitchen. So, dann habe ich die Teile natürlich schon ausgeschnitten. Das brauche ich nicht. So. Dann muss ich mir das Teil ausschneiden, weil das habe ich vergessen. Das muss nicht so genau sein. Das ist das einzige Teil, was man später nicht sieht. So. Dieses Papier
So, das, da habe ich ganz normales 160 Gramm Papier genommen, habe es in der Silhouette eingefärbt, praktisch habe digitales Papier genommen und es da reingelegt. Und dieses digitale Papier, also dieses hier komplett, ist vom Kleine Göre Design. Also das, das und die 24 und, schaue ich das jetzt so verkehrt rum? Das ist in diesem Rentier im Sack Datei, in dieser großen Datei drin, die habe ich mir geholt. Und das lohnt sich wirklich. Also da sind hammertolle Dateien drin. Viele Sprüche, viele, ja, viele Papiere, Elemente, lohnt sich. Also dieser war da auch drin, von Herzen. Dieser Spruch lohnt sich wirklich, kann ich sehr empfehlen. Und da ist dieses auch her, also dieses fröhliche Weihnachtenpapier. Das habe ich mir noch eingefärbt, weil warum? Das kann ich hier euch an dem Teil zeigen. Wie ihr seht, ist da immer irgendwas noch zu sehen, weil das noch so ein bisschen hakt. Deswegen habe ich mir das alles in dieser gleichen Farbe. Also das ist so ein kleiner Tipp, den ich euch noch dazu geben kann. Also die muss auch irgendwie liegen, sonst hakt das total. So. Und das ist noch so ein kleiner Tipp, den ich euch geben kann, dass es dann alles so ein bisschen in dieser Farbe gehalten ist. Dann sieht man diese Übergänge nicht so. So. Jetzt muss ich mir die Bilder noch aufkleben. So, dadurch, dass ich das jetzt auch so groß habe und ich meine ja wirklich jetzt 5,5 waren doch ein bisschen zu viel, werde ich das hier auch ein bisschen zu groß haben. Mache ich das einfach so. Ich muss das ja noch nachschneiden. Aber das habe ich wie beim anderen auch schon, also wenn ihr das auch so macht, von dieser Seite gemacht. Also dann kann da auch gar nichts passieren. Es ist nur, dass man das in etwa gut anlegt, dass es dann auch dahin kommt, wo es hin soll. Ihr seht, das andere würdet ihr nicht mehr sehen. Das wäre ja komplett zu. Dann haben wir das schon mal erledigt. Drehen die um und schneiden das jetzt nach. Wenn ich jetzt zu sehr im Bild bin, das wird jetzt wahrscheinlich eh zu langweilig für euch. Das werde ich ja wahrscheinlich hoffentlich rausschneiden. So, das was hier drüber steht, das kann man jetzt tatsächlich abmachen. Ob das aber eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht. Ich vermute mal, man sieht es nicht. Wir machen es einfach ab, weil ich habe ein bisschen Angst, dass es die Karte hängen bleibt. Wenn man es dann sieht, wissen wir, dass es nicht geht. So, jetzt müsst ihr diese beiden Teile nehmen. Also wenn ihr das hier drüber gemacht habt, habt ihr das jetzt ausgeschnitten, habt hier dieses kleine Loch reingemacht. Ja. Und habe dann auch diese beiden Teile in der Hand. Dann kommt das hier hinten dran.
also beide Bilder müssen in die gleiche Richtung zeigen. So, dann müsst ihr dieses, also das erste Teil von dem hier, hier hinterstecken. Und das nächste. Das geht wahrscheinlich besser, wenn man es ein bisschen runter macht. So. Und das nächste. Und das nächste. So. Ich hoffe, ihr konntet es jetzt gut sehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen hell. Ich kriege jetzt meine Lampe hier nicht aus, aber das kriegen wir auch so hin. Also ich zeige euch das jetzt noch mal ein bisschen näher, damit ihr das auch wirklich seht. Also wir müssen das so machen, da reinstecken, die Bilder, wie gesagt, müssen in der gleichen Richtung sein, und dann nehmt ihr dieses Teil, muss in das erste in diesen ersten Schlitz hier rein, dann das zweite, das dritte, so müsst ihr mal so ein bisschen, wie es für euch auch am besten geht, damit ihr euch auch das Blatt nicht zerreißt. So. Und ihr seht jetzt, also jeweils in diesen Schlitz oben reingeschoben. So. Ganze kann man dann schon mal ein bisschen proben. So. Jetzt wird es gleich noch mal interessant. Jetzt kommt das Teil. Das war das hier, was wir hier ausgeschnitten haben. Das habt ihr hoffentlich auch schon ausgeschnitten. Dann müsstet ihr das praktisch falzen. Falzen, wenn man kein Falzbrett hat, zeige ich euch jetzt mal. Ich habe zwar eins. Aber die Schere zusammen machen. Und dann an einem Lineal einfach einmal langziehen, und dann habt ihr genauso eine Falzlinie, als wenn ihr das mit einem Falzbrett machen würdet. So, ich habe die jetzt ein bisschen enger gemacht, also nicht ganz auf der Linie, weil das ist ja praktisch dann diese Führungsschiene. So, hier drauf, auf diesen Falz, muss jetzt doppelseitiges Klebeband. Ich habe gestern mit dieser Schere Panzerband geschnitten, und seitdem ist die nicht mehr zu gebrauchen. Das klebt wahrscheinlich wie Hulle. Also irgendwie
hängt das jetzt so auf beide Seiten hier auf, direkt auf diese Falz. Haben wir jetzt doppelseitiges Klebeband getan. Das können wir an der einen Seite schon mal ein bisschen abmachen. So. Und dann so umlegen, dass es noch dran bleibt, aber wir schon eine klebrige Stelle haben. So, jetzt wird das Ganze nämlich nochmal interessant. Muss am besten alles schon sehr mittig sein. Jetzt nehmen wir uns das hier in die Hand. Jetzt wird das hier um dieses Teil rumgelegt. Nicht so eng, so dass noch gut Luft ist. Also ich habe es jetzt so 1-2 mm, dass es von dieser Kante entfernt ist, angelegt. Halt es dann so ein bisschen fest. So. Dann klebt diese eine Stelle schon. Hier sehen wir, haben wir diesen Zipfel. Und dann reißen wir den einfach nur ab und können das randrücken. Das Ganze passiert jetzt auf der anderen Seite genauso. Wir machen hier wieder ein Stück ab, klicken uns das rum. Jetzt sieht man es hier auch genauer. Die an diese Kante, das ist dieses andere Klebeteil, wo das andere Foto drauf ist. Da muss das rum, sodass es nicht ganz eng anliegt, sondern ein bisschen weiter weg. Es darf natürlich auch nicht auf den Teilen liegen, wo das nachher sich bewegen soll. Sonst bewegt sich das Ganze nicht mehr. Gut. Wie gesagt, hier wieder ein Stück so umlegen. Dann um dieses Teil rum. Andrücken. Am besten, wenn man es so macht, dann kann nichts verrutschen. Zieht man das einfach weg und das ist fest. Also hier hatte ich gestern noch einige gemacht. Das sind alles von Eva Gör, von Kleine Göran Design, diese Sprüche, die es da gibt. Und da habe ich mir schon ein paar vorgemacht. Das auch, das hatte ich bloß schon beklebt. Und das ist dieses Tombow. Wenn man es ja länger trocknen lässt, dann kann man es immer wieder abmachen. Und deswegen, weil ich es schon vorher beklebt habe und dann doch nicht brauchte, habe ich es erstmal so gelassen. Weil nutzen kann ich es auf jeden Fall noch. Muss ich es nicht wegschmeißen. Jetzt finde ich persönlich, dass es irgendwie besser aussieht, wenn man hier 3D-Klebepunkte hinmacht. Weil es dann nochmal so einen Rahmen gibt. Das machen wir jetzt gerade. Hier muss man dann auch wieder aufpassen, dass man das Teil, was sich bewegen soll, nicht beklebt. Und ich habe das gestern so gemacht, dass ich es wirklich ganz auf die äußere Ecke jeweils geklebt habe.
So. Upsala. Die kleben nämlich auch wie verrückt. Blöd, wenn das jetzt aufs Bild fällt. Ja. Hier ist es praktisch wiederum auch egal, wie rum. Aber hier müsst ihr aufpassen, dass wirklich alles verschwindet, was ihr praktisch nicht sehen wollt. Dieser Rahmen komplett drin ist. Das ist was ich vielleicht mir auch noch abändern werde, dass ich den inneren Rahmen ein bisschen kleiner mache, weil das ist auch sehr knapp. So funktioniert das schon mal. Jetzt habe ich, weil ich das schöner finde, mir noch, das ist eine Cardstock aus dem Action, diese etwas glitzernden A5-Blöcke. Das packe ich mir dann einfach hier so drauf. Also ihr seht, wie das von hinten aussieht. Also es ist auch diese Schutzschiene, damit man das gut ziehen kann. Dann hier habe ich auch ein bisschen aufgepasst. Mache es nicht ganz auf die hinteren Kanten, weil dann sieht man es ja so sehr. Habe es jetzt hier eher so, ja, etwas weiter innen. Aber passt auf, weil wenn ihr das, kommt das Teil nämlich hier raus. Das kann man praktisch auch so ein bisschen als Bremse nehmen. Und hier müsst ihr dann auch wieder aufpassen, weil hier kommt es ja hier oben raus, ne? Es nicht, also kann man hier praktisch das Teil dahin machen und dann zieht sich das auch nicht weiter raus. Weil das ist das, was auf dem PDF fehlt oder was sie so auch nicht macht. Aber so die Karte finde ich halt nicht so schön und deshalb kommt das bei von mir noch hier auf diese Karte drauf. Das kann man auch machen, wie man möchte, dass man das eher so ein bisschen versetzt macht, mittig. Da ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. So, andrücken. Und ich finde das mit diesem 3D-Effekt dann einfach auch ein bisschen besser. Also, dass dieses einen 3D-Effekt hat und das auch. Und dann sollte eure Karte funktionieren. Also die funktioniert schon viel besser als die andere, die ich gemacht habe. Und dann könnt ihr ganz wie ihr wollt, ich habe mir das noch ein bisschen verkürzt, also dieses Teil, habe mir das eingeschnitten, habe mir aus dem Cardstock, was ich hier auch genommen habe, hier habe ich ja auch noch einen Rest über, könnte ich mir dann praktisch auch wieder was ausschneiden, könnte mir dann auch wieder was draufschreiben. Hier habe ich To Pull draufgeschrieben, was ja eigentlich Quatsch ist, weil wenn es drin ist, so macht es schon Sinn, aber das To sieht man ja nicht, weil das ist zwar ziehen, aber das wäre ja schon wieder drücken, wenn ihr versteht. Also kann man sich Pfeile drauf machen oder was auch immer, wie ihr wollt. Hier beim Kürzen muss man halt auch ein bisschen aufpassen, dass man es hier noch greifen kann. Ja, das war's. Also ihr seht, ihr habt ein bisschen Vorarbeit. Je nachdem, ob ihr einen Plotter habt, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller, obwohl ich mich heute zweimal verschnitten habe. Ich habe, als ich dieses Teil gemacht habe und mir eingefärbt habe, den Rand nicht weggemacht. Und deshalb hat er mir ja dieses so ausgeschnitten. Hier wäre ja eigentlich das Teil drin, wo diese ganzen Falten dann so raushängen. Das wäre dann praktisch
das, was ich dann für sowas nehmen würde. Also hier das dann draufzulegen, um auszuschneiden. Das kommt ja später so drauf. Und dann wäre das ja alles verdeckt. Ne? Also falls ihr das euch auf ganz normalem Papier so ausdrucken wollt, könntet ihr euch das mit Cardstock ja noch verschönern. Weil letztendlich wird ja der ganze Mechanismus, der da hinten dran hängt, ja, verdeckt. Das wäre ja dieses Teil. Das kann man sich ja sowieso auf jeden Fall gleich im Cardstock ausschneiden. Also wenn man sich das ausschneidet und auf den Cardstock drauflegt, hat man ja gleich ein sehr gutes Template dafür. Ja. Oder auch, wenn man sich das ausschneidet und auf einem Cardstock drauflegen würde praktisch und dann hier durchschneidet, würde man das ja dann auf dem Cardstock auch haben. Also das ist relativ einfach auch hiermit. Also ist schon ein bisschen Arbeit, das dann alles, diese ganzen Linien dann zu schneiden. Aber mit einem guten Messer geht das auch. Die kann man mit der Schere ausschneiden. Ja, jetzt erzähle ich schon langsam ein bisschen zu viel. Mein nächstes Tutorial, da habe ich die Karte schon fertig, die kann ich euch zeigen. Das wird diese hier sein. Ich glaube, jetzt muss ich euch wieder ein bisschen weiter wegschicken. So. Und das ist praktisch so eine Faltkarte. Finde ich total toll. Also wie gesagt, diese ganzen interaktiven Karten, Pop-up-Karten, sowieso voll mein Ding. Und die ist überhaupt nicht schwer. Die habe ich jetzt komplett mit dem Martha Stewart gefalten. Aber auch hier wieder, wenn man kein Falzbrett hat, ist das super einfach zu falten. Ja, diese Karte wird dann als nächstes kommen. Ich hoffe, es war nicht zu umständlich erklärt. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wenn es zu umständlich war, versuche ich noch ein besseres Video zu machen. Ja, freut euch hier drauf und viel Spaß bei dieser Karte. Und ja, ich mache das auf Instagram oft, dass ich Karten auch verlose. Da habe ich letztens geschrieben bei den Halloween-Karten und die haben 3 Leute bekommen, haben sich sehr gefreut. Ja, ich kann ja nicht alle Karten behalten, die ich selber, die ich hier mache. Und so viele Leute, wie ich dann hier manchmal bastel, kenne ich dann auch nicht. Ja. Und dann finde ich es ganz toll, wenn man ab und zu auch mal eine verschenken kann, wenn sich jemand freut. Und für mich ist das pure Entspannung, das zu basteln. Auch wenn das bei der Karte gar nicht so aussieht. Aber wie ihr gesehen habt, wenn man erstmal alles vorgeschnitten hat, zusammenbaut, ist das wirklich recht easy. Und ich bin jetzt wirklich froh, dass diese Karte nicht hängt. Und bei der hatte ich besonders Angst, weil das am Anfang auch so ausgesehen hat. Aber die ist jetzt richtig gut geworden. Das gefällt mir super. Und auch mit diesen, dass ich hier auch die gleiche Farbe, also macht das, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt da die gleiche Farbe. Dann sieht man diesen Übergang, wie bei dieser Karte, die noch ein bisschen hakt. Wenn es bei euch vielleicht auch am Anfang ein bisschen hakt, sieht man hier diese weißen Übergänge nicht. Wenn man da einfach, oder je nachdem, was ihr da für eine Farbe habt, dann sieht man diese Übergänge nicht. Und ja, an dieser Karte habe ich wahrscheinlich irgendeinen Fehler gemacht, weil die ist voll nervig, die hakt. Und dann geht sie mal wieder und dann hakt sie wieder. Ja, wer weiß, was ich da gemacht habe. Jetzt geht sie wieder. Gut, jetzt will ich euch nicht länger voll quatschen und werde das Video beenden. Tschüss!